Wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam unsere Adduktorengruppe an. Die Adduktorengruppe liegt hier medial am Oberschenkel. Es ist eine Gruppe von Muskeln, die, wie der Name es schon sagt, eine Adduktion machen. Und alle Adduktoren, die hier in diesem Bereich liegen, machen zusätzlich eine Hüftflexion. Und hinten der Adductor Magnus, weil er hinter der Mittellinie liegt, macht auch eine Extension oder hilft bei der Extension mit. Und aufpassen, es gibt einen Muskel, der zweigelenkig ist, der Musculus gracilis. Der Gracilis zieht zum Pesansarinus superficialis, der liegt circa hier. Der macht natürlich auch eine Bewegung im Knie, der hilft bei der Knieflexion mit. Und der Musculus gracilis findet hier den gemeinsamen Ansatz mit dem Semitendinosus und mit dem Sartorius. Gehen wir die einzelnen Muskeln durch. Wir beginnen hier oben am Pecten ossis pubis bis zur Linea pectinea. Das ist der Musculus pectineus. Dann haben wir den Adductor longus, der beginnt circa hier symphysennah. Der zieht nach hinten zur Linea aspera. Pectineus, Adductor longus. Dann haben wir hier den Gracilis, der entspringt circa hier. Der geht zum Pesansarinus superficialis. Dann haben wir hier den Adductor brevis vom Ramus inferioris ossis pubis. Der zieht ebenfalls hier nach hinten zur Linea aspera. Und dann haben wir noch unseren Adductor magnus vom Ramus inferioris ossis pubis bis nach hinten zum Ramus ossis ischii. Ebenfalls hier Ansatz an der Linea aspera und der zweite Ansatz hier am Tuberculum adductorium. Das heißt, was können wir uns noch zu dieser Gruppe merken? Pectineus, Pecten ossis pubis zur Linea pectinea, das ist sehr leicht zu merken. Alle Muskeln, die das Wort Adductor haben, das ist Adductor magnus, Adductor brevis, Adductor longus, enden alle hinten an der Linea aspera. Und der Gracilis, bitte aufpassen, der geht hier zum Pesansarinus superficialis an der Tibia und ist zweigelenkig. Wir schauen uns nur kurz die Dorsalseite an. Ich habe es schon wieder geschafft, das Skelett zu zerlegen. Auf der dorsalen Seite, das hier ist diese Linea aspera. Die Linea aspera hat zwei Lippen, ein Labium mediale und ein Labium laterale. Die Adduktoren enden hier am Labium mediale. Und wenn wir hier oben die Linea aspera weiter verfolgen, kommen wir genau in die Linea pectinea. Das heißt, hier setzt der Pectineus an, hier Adductor longus, brevis und magnus. Aufpassen, der magnus hat hier noch einen zweiten Ansatz am Tuberculum adductorium und hier an der Tibia am Pesansarinus superficialis. Da setzt dann auch noch unser Gracilis an.